Hi, mein Name ist Leonie, ich bin 15 Jahre alt und ich verbringe momentan mein Auslandsjahr hier in Kalifornien mit der Organisation Kulturwerke Deutschland. Ich bin jetzt seit ziemlich genau einer Woche hier und bleibe insgesamt 10 Monate. Und in diesem Video erzähle ich euch ein bisschen was über meine allererste Woche hier in den USA. Viel Spaß dabei! Also die ganze letzte Woche, die ich hier war, waren in Amerika noch Schulferien. Das heißt, ich hatte reichlich Zeit, mich hier einzugewöhnen, meine Gastfamilie besser kennenzulernen und viele Dinge zu erleben. Das war ziemlich praktisch. Ja, am besten fange ich einfach mal ganz vorne an. Ich bin letzten Sonntag nach circa 14 Stunden Anreise in LA gelandet. Dort wurde ich dann abgeholt von meinem Gastvater und meiner Area Representative. Das ist die Person von der amerikanischen Partnerorganisation, die hier lokal quasi für mich zuständig ist. Und die standen da mit einem riesigen Willkommensschild und Blumen und waren einfach total nett und haben sich richtig gefreut, dass ich jetzt endlich da bin. Wir sind dann circa eine Stunde nach Hause gefahren. Da gab es dann Essen, ich habe meine Gastgeschenke überreicht und wir haben so allgemeine Fragen einfach geklärt. Ich bin dann auch mit meiner älteren Gastschwester in die Stadt gefahren. Dort haben wir uns Bubble Tea geholt und haben auch richtig viel geredet. Und ich habe mich einfach auf Anhieb richtig gut mit ihr verstanden. Dann zu Hause gab es Abendessen. Wir haben uns noch auf die Terrasse gesetzt, einfach ein bisschen gequatscht. Und um 9 war ich dann auch schon ziemlich müde. Aber ich bin mit einem sehr guten und positiven Gefühl eingeschlafen. Am nächsten Morgen, dem Montag, bin ich dann mit meinem Gastvater zur Highschool gefahren, damit ich dort quasi registriert werden konnte. Das war ziemlich cool organisiert dort, weil es war quasi so eine Art Walkthrough mit so verschiedenen Stationen, die man halt abhaken musste. Und an einer Station konnte man zum Beispiel ein ID-Foto machen, man konnte seine Bücher abholen oder sich T-Shirts kaufen, was ich auch gemacht habe. ich habe dort dann auch direkt meine Kurse gewählt, zusammen mit meinem Counselor zusammen. Und die Leute dort waren einfach alle so nett und die Highschool sah auch richtig cool aus. Dann sind wir nach Hause gefahren, haben was gegessen und sind dann zum Pool gegangen. Die haben hier quasi in der Nachbarschaft so einen Community Pool, wo jeder, der hier wohnt, quasi so einen Schlüssel für hat. Und das war einfach so schön da. Am nächsten Tag haben wir ein bisschen so einen ruhigeren Tag gemacht, weil ich war einfach so müde und es ist richtig, richtig heiß hier. Man kann fast gar nichts eigentlich draußen machen an diesem Tag. Wir sind dann einfach zu Walmart gefahren und zur Bank und haben ein paar Sachen erledigt und sonst waren wir einfach zu Hause. Ich habe ein bisschen gelesen und einfach mit meinen Gasteltern so geredet und alles. Mittwoch war dann ein wenig ereignisreicher. Ich bin nämlich mit meinem Gastvater nach Los Angeles gefahren. Wir waren da zuerst im Griffith Park. Da ist quasi diese Aussichtsplattform, wo man quasi das Hollywood-Sign sehen kann. Und das war einfach so, so schön da. Und ich konnte es einfach gar nicht richtig fassen, dass ich jetzt wirklich in Amerika bin und dazu noch in Hollywood. Es war einfach total überwältigend. Wir sind dann auch noch zum Hollywood Boulevard gefahren. Es war sehr, sehr heiß da und sehr, sehr voll, aber es war trotzdem einfach total interessant und ich habe so viele Sachen gesehen. Ja, wir sind dann noch durch Downtown gefahren, wo mein Gastvater arbeitet und noch nach Koreatown. Da mussten wir was für meine Gastmutter abholen. Das hat alles ziemlich, ziemlich lange gedauert, weil Los Angeles einfach so eine große Stadt war und man muss einfach so, so viel fahren. Ja, auf dem Rückweg haben wir dann noch Hamburger gekauft und sind zum Geschäft von meiner Gastmutter gefahren und haben da quasi zusammen gegessen. Als wir zu Hause ankamen, war es auch schon fast abends. Am nächsten Tag, dem Donnerstag, das war, glaube ich, bisher mein Lieblingstag in der ganzen Woche. Da war nämlich der Geburtstag von meiner älteren Gastschwester, die ist 19 geworden. Und dazu war noch Sophomore Day an meiner Highschool. Das war quasi so eine Art Tag der offenen Tür für 10-Klässler. Und das war einfach richtig toll. Also am Anfang waren quasi alle in der Turnhalle und es wurden so Motivationsreden quasi gehalten vom Schulleiter und uns wurden so ein paar Regeln erklärt und es war einfach total krass einfach so die Highschool zu sehen. Wir wurden dann auch so in kleinere Gruppen eingeteilt, wo ich dann auch direkt ein paar Leute kennengelernt habe. Das war einfach ziemlich praktisch.
weil dann bin ich am ersten Schultag nicht ganz so alleine und kenne schon ein paar Menschen. Genau, wir haben dann so ein paar Workshops gemacht, Spiele gespielt, um einfach so unsere Klassenkameraden quasi besser kennenzulernen. Und alle da waren auch super lieb und total nett. Und die Highschool sieht einfach so cool aus, wie genauso wie im Film eigentlich. Genau, wir hatten dann auch noch Lunch gegessen und am Ende quasi gab es so eine Abschiedsfeier, wo die Cheerleader performt haben und wir haben so zusammen so ein paar Sachen so gerufen, so quasi so Kampfschreie, ich weiß nicht, wie man das nennt. Genau, dann hat mich meine Gastschwester von der Highschool abgeholt und wir sind dann nach Hause gefahren, haben da was gegessen und sind dann zusammen zur Mall gefahren und da habe ich auch wieder so viel mit der geredet und wir verstehen uns einfach so perfekt und sie ist ja schon einfach wie so eine ältere Schwester für mich. Genau, abends haben wir dann Kuchen gegessen, ein bisschen den Geburtstag von ihr gefeiert. Ja, das war einfach so ein schöner Tag. An dem Freitags bin ich dann mit meinem Gastvater nach Laguna Beach gefahren. Das ist so ein Strand quasi südlich von da, wo ich wohne. Und es war eigentlich voll schön. Also da war halt so ein kleines Örtchen und da waren so kleine Läden und Bildgalerien und alles. Aber es war irgendwie ziemlich kühl dort und ich war irgendwie falsch angezogen und man konnte halt auch nicht so viel sehen, weil es ziemlich nebelig war. Genau, dann gestern an dem Samstag bin ich mit meinem Gastvater zu so einem Hindu-Tempel gefahren, der hier in der Stadt war und das war so schön da und richtig interessant, das alles zu sehen. Genau, und wir haben dann auch noch nachmittags Tennis gespielt. Es hat sich herausgestellt, dass ich ziemlich schlecht in Tennis bin, aber ja, es war trotzdem total toll. Heute ist Sonntag wieder. Es war einfach eine Woche jetzt komplett vergangen. Ja, heute Nachmittag holen wir meine Gastschwester aus Italien ab am Flughafen. Die kommt heute an und ich bin so aufgeregt, ich freue mich richtig darauf. Ich hatte bisher tatsächlich noch überhaupt kein Heimweh. Ich habe einfach so viel hier gesehen und erlebt und so viele neue Menschen kennengelernt. Da hatte ich irgendwie gar nicht richtig Zeit, so an zu Hause zu denken. Genau, natürlich gab es so ein paar kleine Umstellungen für mich, die vielleicht auch ein bisschen schwer waren. Zum Beispiel zum einen das Wetter hier. Es ist wirklich so heiß. Die ganze letzte Woche waren es jeden Tag um die 35 bis 37 Grad. Aber damit kann man leben, wenn man genug Wasser trinkt, im Schatten bleibt. Und hier ist auch jedes Haus klimatisiert. Deshalb ist es eigentlich okay. Man kann sich dran gewöhnen. Eine andere Umstellung für mich ist, dass man hier wirklich alles mit dem Auto machen muss. Also zu Hause kann ich eigentlich zu vielen Freundinnen oder in die Stadt kann ich alles zu Fuß machen. Und hier bin ich halt eigentlich konstant auf meine Gasteltern oder meine Gastschwester angewiesen, dadurch, dass ich halt kein Auto fahren kann. Aber damit muss ich auch irgendwie leben. Das ist, man gewöhnt sich dran. Genau, aber diese Kleinigkeiten, die werden einfach so stark davon einfach übertroffen, wie toll es hier ist, weil einfach zum einen das Essen hier ist so gut. Dann die Menschen hier sind so nett und so offen und die geben einem einfach so viele Komplimente und es ist einfach total schön, irgendwie hier so nett willkommen geheißen zu werden. Auch wie alles hier einfach aussieht, es ist einfach genauso wie im Film. Also die Straße, in der ich wohne, das Haus, wo ich wohne, meine Highschool, sieht genauso aus wie in diesem ganzen Teenie-Hollywood-Film. Es ist einfach so krass. Allein diese erste Woche hat einfach komplett all meine Erwartungen übertroffen. Also ich habe auch die ganze Zeit versucht, meine Erwartungen möglichst niedrig zu halten. Aber das hier, das übertrifft wirklich einfach alles, was ich mir je vorstellen konnte. Und ich freue mich so sehr auf die nächsten 10 Monate. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass das wirklich das beste Jahr meines Lebens wird. Genau, falls meine Erfahrungen und meine Erlebnisse jetzt auch dein Interesse für einen Schüleraustausch geweckt haben, dann wähle doch die jetzt angezeigte Nummer. Falls du noch mehr Erfahrungsberichte von anderen Austauschschülerinnen dir angucken willst, dann klicke doch auf die hier angezeigte Playlist. Und falls du wirklich kein einziges Video verpassen willst, dann klicke jetzt auf das hier angezeigte Logo. Bis zum nächsten Mal!